Displayed wird in den nächsten Monaten ein neues Produkt vorstellen. Schaut euch das mal an. Ich habe euch zusätzlich zu diesem Video aus dem Livestream gestern noch einige Videoschnipsel aufbereitet, in dem diese neue Drucktechnik gezeigt wurde. Es handelt sich hierbei um eine ähnliche Technik, wie es schon bei den Limited Editions verwendet wird, aber nicht ganz so aufwendig. Nichtsdestotrotz so viel besser als ein normales Display. Keine Sorge, es wird keine Motive mit dieser Technik geben, welche in der Limited Edition verwendet wurden. Diese Motive bleiben weiterhin exklusiv mit auch exklusiven Printtechniken, die es nur bei den Limited Editions geben wird. Es wird ausgewählte Motive mit dieser Technik geben. Nicht jedes Display lässt sich dann mit der Texturierung bestellen. Auch wird es einen Filter geben, um diese Displays mit der Technik herausfiltern zu können. Meines Erachtens gewinnen Displays mit dieser Texturierung ein Vielfaches ihrer Attraktivität und Qualität der Darstellung. Natürlich wird sich das auch im Preis widerspiegeln und soweit ich weiß, lassen sich diese Produkte auch nicht rabattieren. Aber im Vergleich zu einem normalen Display würde ich einer Texturierung auf jeden Fall immer den Vorzug geben, auch wenn es dann etwas mehr kostet. Ich bin schon sehr gespannt, wie diese neue Texturierung in Wirklichkeit aussehen wird. Ist sie vergleichbar mit einer Limited Edition oder merkt man doch einen großen Unterschied? Ich als Limited Edition Sammler mache mir natürlich ein bisschen Sorgen, ob das nicht ein bisschen die Exklusivität der Limited Editions verwässert. Ich freue mich aber in erster Linie überhaupt darüber, dass es diese Möglichkeit gibt, dass Displays sein Portfolio erweitert und man jetzt auch normale Displays auf diese Art und Weise aufwerten kann. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass Display auf der Homepage eine Möglichkeit anbieten wird, sich das Display in 3D anschauen zu können, um sich ein Bild zu machen, wie dieses Display in verschiedener Belichtung aussehen wird. Ich bin vor allem mal auf die Preisgestaltung gespannt. Soweit ich gehört habe, lassen sich diese Produkte auch gar nicht rabattieren, wie bei den Limited Editions. Das war's dann auch schon mit den Neuigkeiten. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren rein, wie euch diese neue Texturierung gefällt, ob ihr davon Gebrauch machen werdet, wie ihr das im Vergleich zu den Limited Editions seht. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.